Mumie kommt aus dem Süden Perus, ist wahrscheinlich so 700 oder 800 nach Christus entstanden und passt wunderbar in unser Projekt Big Picture hinein, wo es einmal darum geht, große CT-Datensätze zu behandeln, die Bildverarbeitungsmethoden dafür zu machen und eben auch als einen der Use Cases Kulturgüter zu untersuchen. Da passt die Mumie natürlich wunderbar, weil in diese Mumie bisher noch niemand reingeschaut hat. Das heißt, es war völlig unbekannt, was ist drin, und das konnte jetzt durch die CT-Messung geklärt werden. Es ist tatsächlich jemand drin. Es gibt Grabbeigaben, Armbänder, es gibt Muscheln. Ja, also im Gegensatz zu ägyptischen Mumien entstehen die peruanischen Mumien natürlich. Es werden keine Organe entnommen, es werden keine künstlichen Mumifizierungsprozesse eingeleitet, sondern die Leute werden einfach zusammengefaltet und den Rest erledigt das Klima der Gegend. Es gibt zwei gute Gründe, die Mumie hier am Fraunhofer EZRT zu messen. Das eine ist, dass diese Anlage eine unglaublich hohe Auflösung liefert und gleichzeitig solche großen Objekte behandeln kann. Das ist dadurch möglich, dass man den Detektor in verschiedene Positionen verfahren kann, was man als Messfelderweiterung bezeichnet. Und sowas steht in der Flexibilität halt eigentlich wirklich nur am EZRT zur Verfügung. Der wissenschaftliche Nutzen für uns im Rahmen von Big Picture ist, dass wir einen großen Datensatz haben, an dem wir unsere Segmentierungsalgorithmen erproben können, an dem wir unsere Kompressionsalgorithmen erproben können. Wird insgesamt eine Größe von wahrscheinlich 1 Terabyte haben. Und das ist für uns der eigentliche wissenschaftliche Nutzen. Und wenn es einen wissenschaftlichen Nutzen auch noch für die Archäologie und für die Museumsleute gibt, ist es umso besser.